Kaffee und Mehl. Aber welches? Sublime Mehl. Das ist das hier unten, ne? So. Ansonsten, wie läuft's? Können wir, sollen wir, wollen wir? So. Kartoffeln hatte ich aufgefüllt, oder? Hatte ich die heute aufgefüllt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 3 oder 4 Bockmilch, das wäre jetzt die Frage. Schade, ich habe gedacht, ich hätte einen Karton freigekriegt, aber... Ah, sie sind auch schon dran, ne? Ja gut. So, sehr gut. Stellen wir den mal ab. Ja, viel kann ich ja noch nicht machen. 3, 2, 4... Ja, es ist auch wieder alles so durcheinander. Och. Also die haben jetzt wirklich, obwohl ich das gestern noch aufgeräumt habe, haben die wirklich hier noch 2 rausgeholt? Kann das sein? Ja, ne? So doof sind die, oder? Das habe ich doch nicht gemacht. Nein, nein. Komm, hau ab. Kümmer dich mal um das Kackpapier hier. Junge, Junge, Junge. Nachteil ist, wenn ich die so nah beieinander stelle, dann weiß ich immer nicht, was wohin gehört. So. Weil die 2, die da liegen, sind ja im Grunde hier drin, ne? So. Kommt einer? Ja. Ich glaube, wir können. So, was brauchen wir? 2-mal Mehl, 1-mal. Zweimal, einmal. Dann brauchen wir 1-mal Nudeln, 1-mal Spaghetti. 1-mal Nudeln, 1-mal Spaghetti. 2-mal Macaroni, das habe ich noch im Kopf. Macaroni. Oh, Macaroni. 1-mal Biene. Vielleicht über Honigfussel oder Müsli. Dann
Natürlich wieder Zucker, ist klar, aber nur den einen, weil den Rest haben wir aufgefüllt. Ja, also man könnte schon wieder, guckt euch mal an, wie viel Zucker. Das sind schon wieder 5 Pakete Zucker, die die brauchen. Natürlich 4 verschiedene Sorten, ne? Alles einmal bis auf den Rohrzucker. Da, also Zucker. Einmal, einmal, einmal. Zweimal. Korrekt? Ich hoffe es. Ist jetzt eh bestellt. So, Reis. Brauchen wir insgesamt 3-mal. Einmal blau, 2-mal weiß. Dann können wir noch den einen Reiniger bestellen. Dann haben wir da schon mal wieder alles zusammen. Ich pack mal ein. Ist aber weit gefallen, du. Der gute Mehl. Den hätte man umräumen können, ja. So, den schönen großen Reiniger hier rein. Zack. Finde ja schön, dass es hier keine Bananen gibt, wo dann vielleicht noch so eine hochgiftige Bananenspinne rauskraxelt oder sowas. Wäre ja alles machbar heute. Lady in Pink. Komm mir hier fast vor wie der, wie in der Arbeit. Muss Abendmedikamente austeilen, nur nicht an Menschen, sondern an die Katzen. Ja, sind die so? Meine, das ist natürlich der Vorteil, dass du da Berufserfahrung hast. Dann kannst du denen das schon mal alles hinlegen. Und ähnlich wie Menschen versuchen die Medikamente in die Tiere reinzuquälen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da etliche Menschen gibt, die auch bei den Medikamenten so ein bisschen seltsam sind. Also, ich kann mir das vorstellen. So, wie sieht es denn mit dem Brot aus? Einmal kleines Brot und großes Brot. Brot, immer Brot, Brot. Brot, einmal klein, einmal groß. So, was haben wir denn hier? Wir können kaufen... Boah, das... Guckt euch das mal an, was hier schon wieder fehlt. Ist ja unglaublich, oder? Ja, Shampoo wird nur mit H geschrieben. Fussel ist, ne? Und dann kannst du Seife, wie heißt das? Spül-Ding, so. Kaufen und dann nimmst du hiervon ein und davon ein. Und dann gehst du noch in den Reiniger, kaufst davon ein, davon 2. Eine Katze hat eine chronische Darmerkrankung und gerade wieder einen Schub. Das ist aber nicht schön. Ich mach mal selber, ne Jungs? Nicht, dass ihr euch bewegt, das wollen wir ja nicht. Ja, die kannst du auch draußen lassen, die Eier, weil die kannst du gleich bestellen. So, haben wir sie alle? 29, da fehlt auch was. So, 24, sehr gut. Jetzt können wir ja problemlos einreiben, also, ne? Und nehmen natürlich gleich wieder irgendein Thema. So, 12 drin.
Naja, man muss sich kümmern, ne? Das ist halt. War für mich immer ein gutes Argument gegen Haustiere. Dass ich dann immer für mich gesagt habe, habe ich die Zeit und ehrlicherweise auch die Lust, da so für 10, 12, 16 Jahre vielleicht, wenn es gut läuft, die Verantwortung für so ein Lebewesen zu übernehmen. Weil es ist ja nicht irgend so ein Spielzeug, sondern es ist ja ein Lebewesen. Ne? Und da habe ich mich immer dazu entschieden zu sagen, nö, besser nicht. Ich glaube schon, dass ich das hinkriegte, aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin da zu blöd für. Aber will ich das, ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie sich mein Leben entwickelt. Kann ja sein, dass ich irgendwann mal nur noch auf Reisen bin oder so. Da ist so ein Tier natürlich auch nicht so gut, ne? Soll ich Lachs kaufen? Nö, ne? Aber wir können Öle kaufen. Salz müssen wir vor allem kaufen, okay. Und die Dinger könnte man auffüllen. Oder warten wir noch einen Tag für den Käse? Fünf wären das. Öl. Ist, glaube ich, richtig, ne? Ja. Weil du blöd bist, Fussel. So ist richtig. Auch hier wieder, ne? Das sind ein Paket Huhn. Einfach mal schön umräumen hier. Da sind noch mehr als 10 drin, oder nicht? Wollte ich das sagen? Warum ist 2x10 da drin? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die machen nur Scheiße, die Leute hier, ne? Ernsthaft, oder? Kann ich ja noch nicht mal einräumen. So, was ist denn mit Ei? Habe ich hier mal irgendwo ein Ei? Da. Dann kann ich nämlich den Ei auch aus dem Weg räumen, weil ich wusste, er kommt wieder. Das hätte ich in der Zeit nie geschafft. Ich wollte gerade sagen, warum geht mein Mitarbeiter weg? Habe ich den so beleidigt? Aber das ist ja gar nicht. Danke. So, Öl ist aufgefüllt, sehr gut. Pfeffer und Salz, das machen wir jetzt mal schön voll. Dann haben wir das auch mal wieder für ein paar Tage aus dem Kopf. Und wird ja nicht schlecht, ne? Pfeffer passiert nicht so viel mit. Ja, ja. So, was haben wir hier Schönes? Oh, der gute Reiniger. Der gibt dem Pfeffer so eine besondere Note. Ja. Ja, es ist jetzt viel gelaufen, wegen dieser kleinteiligen Dinge. Meine, so Salz, da könnte man ja auch mal sagen, komm, nimm mal 4 Stück, ne? Gleichzeitig. Hab
Aber nein, das geht nicht. So, Salz ist auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Minuten da. Das ist schon mal gut. So, der da oben rein. Was haben wir dann hier noch? Olivenöl. Und noch ein Olivenöl, schätze ich. Ja. Und dann können wir auch den Olivenöl da reinsetzen. So, guck mal. Ist doch auch wieder schön aufgefüllt. Wo war denn nochmal der Humus? Wo habe ich den denn hingepackt? Da oben. Kommt einer? So. Kümmert sich einer um Huhn? Na, wie man es macht, ist auch nicht schlau, oder? Naja, gut. Dann kann ich es nicht einräumen, dann lasse ich es eben. Ich habe ja Zeit. Ein Hähnchen noch. Zweimal Kartoschka. Und dann können wir dreimal Bockmilch bestellen. Sehr gut. Der Rest ist da. Dann hätten wir da oben noch die Jakobsmuscheln. Die sind schon wieder leer gefressen. So. Päschen Bier. Zweimal Wodka. Von dem anderen Zeug ist ja noch da, ne? Genau. Ja, okay. Dann hätten wir einmal O-Saft und einmal Billigkohle. Also Soda billig. Das sind 6 Stück. Können wir kaufen. Alles klar. So. Dann können wir die Händchen schon mal einräumen. Sehr gut. Die gute Bockmilch. Schmeißen wir den angefangenen Karton da gleich drauf. Zack. Jetzt haben wir hier die Billig-Cola 24,48. Das passt. Das ist ein Vielfaches. Den Saft müssen wir leider rausräumen, wenn wir ein Rotationssystem haben wollen. Alles klar. Der Rest ist ja aufgefüllt, ne? Kann ich doch schon mal aufmachen. Sparen wir wieder ein bisschen Zeit. So, Kartoffelkiss rein. Und Kartoffeln können rein. Kartoffeln sind schön nah, das geht. So, die müssen wir, glaube ich, umsortieren, oder? Sind da 12 Stück drin? Ne, 24. Dann haben wir es richtig gemacht. So, nochmal Bockmilch. Was haben wir hier? Den guten Wodka. Geschüttelt. Nicht gerührt. So, was können wir denn noch machen? Klatsch. Das Xingzong-Bier da wird ja überhaupt nicht stark getrunken. Oder hatte ich das jüngst aufgefüllt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich mache einfach mal voll, weißt du? Oh Gott. Was soll's? Was wir haben, haben wir. Besser haben als brauchen, ne? Moment, wer hat denn die Kasse aufgelassen? Ich bin ja schon da. Hi. Nein, in der Kombination müssen wir auch cutten. Glauben Sie mir. Na gut, trinke ich wieder Kaffee. Sind denn die Stifte jetzt aufgetaucht, oder? Ist immer noch Panik im Garten. Puh, 31, 25, ja. Zweimal Kartoffeln. Ui.
10, 15, 16. Ah. Da hat mir gerade die Schulter geknackt. Oh, da kommt gerade Licht rein. Und ich muss mal die Fenster putzen. Hat da übrigens jemand von euch, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, einen guten Tipp, weil diese Gummis, ne? Vor allem die draußen, die unteren, die sind so dreckig, wenn ich da drüber putze, kann ich den Lappen wegschmeißen. Hat da jemand eine gute Idee, wie man die Dinger gut sauber kriegt? Weil eine Vermieterin von meinem Büro damals sagte, das wäre, wenn man die Fenster lange nicht putzt. Und dann wäre da so viel Dreck drin. Ich frage nur für einen Freund. Moment, wer hat denn da... Oh. Hat da jemand eine Idee? Vielleicht ein gutes Putzmittel, wo er sagt, ihr bei DM gibt's das und den Reiniger drauf sprühen, dann läuft die Brühe da runter. Die Gummis sind wie weggeätzt. So was in der Art, weißt du? Wenn da einer einen Tipp hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Fussel zu erleuchten. Ich wäre gewiss dankbar. Ich meine, jetzt wäre eigentlich ganz gutes Wetter, oder jetzt auch die Uhrzeit, weil jetzt steht die Sonne hier nicht mehr drauf. Jetzt könnte ich eigentlich diese Fenster putzen. Ich habe nämlich so die Fensterbank schon ein bisschen freier gemacht. Ich hatte da so eine Kramskiste, die ist jetzt, da sind nur noch Blätter drin, die brauche ich noch für die Steuer. Und sobald die Steuer gemacht sind, sind die Blätter weg, dann ist die Kiste weg, da steht noch eine alte Festplatte, die muss ich nochmal drauf gucken, die wird wohl wieder ins Netz gehen für die Playlisten. Ich glaube, die Playlisten-Festplatte, Sicherungsfestplatte ist voll. Ich kann mir die so langsam tauschen. Wobei ich nicht mehr so viele Playlisten logischerweise habe. Kommen ja nicht mehr so viel raus. Falls mal YouTube pleite geht und einen neuen Dienst gibt, kann ich die ganzen Folgen, die ich bis jetzt hochgeladen habe, da relativ schnell nochmal hochladen, weißt du? Deswegen habe ich hier für tausende von Euros Festplatten. Welche Gummis? Hab nicht aufgepasst. Von den Fenstern, die haben da so schwarze Gummis, ne? Also die weißen Kunststofffenster sind auch eingelassen und haben ringsrum so schwarze Gummis. Und die Gummis sind immer so wahnsinnig dreckig, weil sich da ja der ganze Dreck, Staub und so weiter von draußen drin einlagert. Und wenn ich dann die Fenster putze, dann wird das Glas natürlich schön sauber. Aber wenn ich dann diese Gummis versuche zu putzen, dann sind meine Lappen derart dreckig, als wenn ich, weiß ich nicht, einen Puffer gereinigt hätte. Und die Lappen werden noch nicht mehr sauber. Die kann ich dann faktisch wegschmeißen. So ein ekelhafter Dreck ist da drin. Und da wollte ich mal fragen, ob jemand von euch eine gute Idee hat, wie man diese Gummis da gereinigt bekommt, ohne sich da die Lappen alle gleich... Also richtig fetter, schwarzer Schmier drin. Weil schon meine Vorgänger, die diese Wohnung hatten, die Fenster nicht sehr häufig geputzt haben. Als ich die das erste Mal kurz nach dem Einzug geputzt habe, fing das Malheur an. Wo ich gedacht habe, das ist bis jetzt nicht besser geworden. 10, 15, 50, 60, 1. Ich mach mal Licht an. Indem man statt einen Fetzen eine Küchenrolle nimmt. Nee, mit Küchenrolle will ich nicht arbeiten. Also das faserige Papier da einmal drüber gezogen, ist doch kacke. Bestimmt habe ich wieder die falsche Küchenrolle genommen, aber weißt du, die hinterlässt dann so Krümmel und so weiter. Nee, damit kriege ich die auch nicht sauber. Da sind meine Pfoten dreckig. Kann ich mir die Pfoten wegschmeißen. Weißt du? Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendeinen guten Reiniger oder so, wo man drauf sprüht. Und dann meine Schwester hatte da mal irgendwann aus dem Internet, vor vielen Jahrzehnten. Als sie da in ihre Wohnung gezogen ist, da war ein Raucher vorher da drin. Und das war ja noch zu der Zeit, wo du dich selber um alles kümmern musst, wo der Vermieter nur vermietet hat. Ne? Heute wird ja alles renoviert und schön gemacht. Das war da nicht. Und dann hat die das Fenster eingesprüht und dann lief das ganze Nikotin da runter. Das sah aus. Boah. Aber die waren danach strahlend weiß. Oder weg, ich weiß es nicht mehr. Also die Rämen. Und da dachte ich, vielleicht gibt es da so ein Mittel schön auf die Scheibe, weißt du, Scheibe sauber läuft übers Gummi, Gummi sauber. Hätte ja sein können.
kann auch mit Zitronensäure arbeiten. Hilft das? Oder ich kaufe mir noch Soda. Beziehungsweise Natron geht auch. Ich glaube, in Kombination sind die nicht ganz so sinnvoll. Das eine ist Säure, das andere basisch. Das ist jetzt auch nicht so schlau. Die heben sich gegenseitig auf. Ich weiß gar nicht, was ein Natron hat. Ein pH-Wert von 8, ne? Zitronensäure 4, irgendwie so. Kommt aber darauf an, was das genau für ein Dreck ist am Fenster. Naja, das, was da draußen so rumfleucht, nicht? Sahara-Stau, Blütenpollen, was so einen ganzen Tag am Fenster hängt. Dran gespuckt scheint keiner zu haben. Ihr wisst ja nicht, wo ich wohne, sonst wäre das wahrscheinlich normal. Also, nicht alle wissen, wo ich wohne, so. Es gibt ja Menschen, die wissen das. Ja, nix. Also langsam kommen die Frühlingsgefühle raus, auch wenn es die letzten Tage wieder sehr unangenehm kühl war und ich tatsächlich die Heizung nochmal anmachen musste. Ich habe ja abends geschnattert. Da waren so 17 Grad in der Wohnung. Ich denke so, fuck, warum habe ich keine gut isolierte Wohnung? Kommt noch einer oder nicht? Oder wie oder wer? Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. So, da ist noch was drin, ne? Ja. Ich hatte es sortiert, ne? Wenn die ordentlich gearbeitet haben, ne, dann dürfte das ja alles gar kein Problem sein. Ja, yeah, Schädel werfen. Die. So. 60. Jetzt mal unter uns. Ich hatte die alle durchsortiert, ne? Das kann nicht sein. Ich hatte die heute doch wirklich rausgeräumt und sortiert. Wie kann das sein, dass die so gemischt sind? Kann doch nicht sein. Oder? Bin ich gerade blöd? Ja, bin ich. So, Moment, ich gehe gleich drauf ein. Wollte mich mal eben hier um das Waschmittel kümmern. Ah, die laufen mir eh den ganzen Tag vor der Füße rum. Ich gehe mal zu meinen Kollegen hier, räume noch ein bisschen hier auf. Jemand hat hier schon wieder Kartons durch die Gegend geworfen. So, theoretisch weiß ich, wo du wohnst, aber praktisch werde ich sicher nicht kommen, um dir ans Fenster zu spucken. Aufwand wäre dann doch zu groß. Ja, könnte sein können, dass du sagst, wenn ich schon mal in der Gegend bin, weißt du? Bei meinem Dialekt hört man ja, dass das irgendwo im tiefen Sachsen sein muss, ne? Ja, und wo ich wohne, da will auch keiner hin, glaub mir das. So, wann haben wir denn? 6, 4, 3, 4, ist ja wieder super gemischt hier, wa? Habt ihr ja wieder super hingekriegt, Jungs, wa? 1A, möchte ich sagen. Aber bitte mischt euch jetzt ein, damit das hier so richtig Chaos wird. Bitte, 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 bitte. Hui! Wenn ich in der Gegend wäre, wäre das vielleicht eine Option. Siehste, dann weiß ich, wenn jemand an mein Fenster gespuckt hat, Theresa war's. So. Kann ja nicht anders, weißt du? Dann wären nämlich zwei von den Behältern auch wieder frei. Ein kann ja mal sein, dass er aus Versehen und so, weißt du?
hier in der Gegend bist. Ich nehme mal schnell den grünen und pack den da drauf. Das sind ja 24er. Das passt ja. So, was ist denn mit dem Kackhauspapier? 4441, das kann so bleiben. Da ist nur noch einer von da. Haben wir auch wieder hier rumgekackt, die Leute. Unglaublich. Aber da ist auch alles aufgefüllt, ne? Sehr gut, das sieht schön aus. Hier war auch ein Profi am Werk, merkst du? Na, das hat einer noch nicht gemacht hier. Ich glaube, ich hole mal eben den Bum-Bum-Reiniger. Zack. Jetzt ist schön. Kartoschkas sind auch aufgefüllt. Hier sind sie gerade bei. Was ist mit der Bockmilch? Haben wir überhaupt noch was? Oder ist alles schon... Ich hole mal hier den Sechserträger. Ich mach das mal, Jungs, ne? Einen hier unten, einen dahin. 1, 2, 3, 4. Ja, sieht doch aus, wie ihr wollt und nicht gekonnt. So, also ich merke, aktuell ist keiner online, der Ahnung von Putzen hat. Werbung beginnt übrigens in etwa 7 Sekunden. Und wer keine Werbung haben möchte, der müsste mal auf den Abo-Button klicken. Nur so als Tipp. So, was haben wir denn? 16 ist gut. 14, 11. Ja, hier ist schon wieder gemischt. Gemischtes Hack, möchte ich sagen. So, auch aufgefüllt. Das ist korrekt. Das ist weniger korrekt hier. Weil 8. So, angefangen, ne? Alle angefangen, oder? Ne, der nicht. Weil sind da 8 oder 10 drin? So. Wie lange braucht ihr denn noch? Können wir einen Tag schon mal beenden? Dann wissen wir wenigstens, was passiert ist. Gucken wir mal Statistik. 76 Kunden, bisschen Level gemacht, bisschen Geld ausgegeben, bisschen Geld verdient. 79.788, alles klar.